So, let's go. Bringen wir es zu Ende, Leute. Podium. Ich habe eine Minute Vorsprung auf dem vierten. Herzlich willkommen zum großen Preis von Singapur. Wir fahren heute nachts ein schönes Abendrennen. Die Scheinwerfer sind an. Ich bin gespannt. Qualifying lief super. Ich starte von Position 2 und ich hoffe, diese auch gleich verteidigen zu können. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß und möge der Schnellste gewinnen. Let's go! Guten Start, guten Start. Flagge hinter mir. Bin am Prinzipium vorbeigekommen. VSC auf der Strecke. Das virtuelle Safety Car ist auf der Strecke. Wir müssen hier ein positives Delta beibehalten. Langsamer werden. Positives Delta beibehalten. Beinahe wieder eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Diesmal nicht. Oh, das war knapp. So viel zum Safety Car. So, Sprit runter, ERS runter, spart eure Ressourcen. Das könnte jederzeit vorbeigehen. Das ist ein super Start für mich, ich habe Prinz Valium überholen können. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen beibehalten. VSC endet. Auf grüne Flaggen warten. So, grüne Flaggen. Und vorbei. Safety Car ist vorbei, virtuelles. Let's go, Mann. Podium. Dranbleiben. Diesmal hält mich nichts auf. 100% Fokus. Schönes Nachtrennen in Singapur. Sehr anspruchsvolle Strecke. Ziel wird sein, hier sicher durchzukommen. Wenn ich da an letztes Jahr denke, mit Erik zusammen, wir sind beide nicht angekommen, haben uns beide K.O. gefahren. Aber dieses Jahr komme ich an. Let's go! Okay, alles klar. Escalation Platz 3, GG Thomas, GG, Platz 3, sehr gut. Nice Performance, auch von 5 gestartet, hat Platz 2 Plätze gut gemacht. Ich glaube, Lord Borsti hat es zerrissen, er ist nicht mehr in den Top 5. Gemacht. Du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Es wird Martin aufregen, dass er hinter mir hergurken muss. Er ist definitiv schneller, was man auch im Qualifying gesehen hat. Aber es ist eine schwierige Strecke zum Überholen. Und ich werde es ihm nicht leicht machen. Er wird früher oder später vorbeikommen. Leichte Kollision gab es eben. Ganz viele gelbe Flaggen. Leute krachen an irgendwo. Ich hoffe, bei Martin ist gerade nichts kaputt gegangen. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Das Safety Car ist draußen. Behalte das Delta im Auge. Wir müssen es positiv halten, um eine Strafe zu vermeiden. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. So, jetzt kein Negativ-Delta und Durchfahrtsstrafe. Schön safe fahren. Schade, der ganze Vorsprung geht flöten, falls jemand hatte. Warum sehe ich kein Delta mehr?
Ach, es gibt ein komplettes Safety Car. Ach so, na toll. Scheiße. Wir nähern uns jetzt dem Safety Car. Überhole es nicht. Du bist der Führende. Okay, jetzt hast du noch 2 Boxenstops. Noch 2 Boxenstops. Dein Boxenstopfenster öffnet sich in 8 Runden. Also alle, die jetzt in die Box können, machen das natürlich. Ich bin noch nie hinter dem Safety Car hergefahren. Für mich ist das gerade Premiere. Ich habe auch noch nie das Rennen angeführt, so lange. Oder sagen wir mal von Anfang an. So, wer ist in die Box gegangen? Lula ist in die Box gegangen. Aber jeder, der jetzt in die Box muss, muss doch, glaube ich, trotzdem dann nochmal einen Boxenstopp machen. Das Problem bei dem Safety Car, es wird sehr lange dauern, bis das wieder weg ist, weil die Leute so lange brauchen zum Aufschließen. Es ist die Frage, ob ich rein sollte oder nicht. Ich würde sagen, nein. Ich glaube, da Prinz Valium auch nicht reingegangen ist, war das die richtige Entscheidung. Die richtige Entscheidung. So, Sprit ist runter. Sprit sparen, fahren. Schon bei 2,5 Runden plus. So, wir drehen noch eine Runde, weil die immer noch nicht aufgeschlossen sind. Also mindestens noch eine, vielleicht sogar 2. Ich könnte auf eine 1-Stop wechseln. Wir haben jetzt schon 2 virtuelle Safety Cars und eine normale. Das heißt, wir fahren relativ langsam mit geringem Reifenverschleiß. Ich könnte auf eine 1-Stop wechseln. Überlege ich mir mal. Reifentemperatur sind des Todes kalt. Muss ich gleich, wenn es weitergeht, darauf achten. Alex ist auf 4. Bommelbini, ja, wie ich es gesagt habe, Prinz Valium, Bommelbini und Akro werden mir gefährlich. Lord Borstia hat es irgendwo zerrissen, glaube ich. Nähere dich dem Safety Car. Du führst, also überhole es nicht. Bleib hinter dem Safety Car. Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit 9 Mediums. Dein Boxenstopfenster ist in 7 Runden geöffnet. Noch 27 Runden. So langsam wie die fahren, wird es noch eine Runde Safety Car geben. Mann, Mann, Mann. So, irgendeiner grauer ist letzter. Es könnte Escalation oder Friesen sein. Vor ein Racing Point. Ferraris sind auch relativ weit hinten. Mit denen muss auch irgendwas passiert sein. Tweetman ist Platz 5. GG Tweetman. Hat wahrscheinlich durch die ganzen Boxenstops und reinkommenden Autos gut Plätze gut gemacht. Einer fehlt noch. Und wir fahren noch eine Runde Safety Car. Oh. Also wer auch immer der letzte Graue ist, wegen dir fahren wir noch eine Runde Safety Car. So, Safety Car sollte diese Runde jetzt reinkommen. Muss ich gleich meine Reifen aufheizen. 75 Grad, das ist schön kalt für Reifen. Muss man nochmal 10 Grad höher pushen gleich. So, Reifen aufwärmen. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Erst wenn das Rennen weitergeht, kontrollierst du wieder das Tempo. Halte es konstant, bis das Safety Car die Boxengasse erreicht hat. Ich gebe den Rennstart an. Habe ich auch noch nie gemacht, Leute. Premiere. Abfahrt. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 6,3 Sekunden. Guter Rennt, Neustart von mir. Bestätige.
Pacey hat die Session aufgegeben. Ebert hat die Session aufgegeben. Da hat's gekracht. Gab aber kein Safety Car für die, die gerade ausgeschieden sind. Das Rennen geht weiter. Das Feld an. P1. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten Mediums. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 3 Runden. Noch 22 Runden. Das habe ich nicht aufgepasst, aber gut gemacht von ihm. Meine S war deutlich schneller, keine Frage. So, wir kommen jetzt auf meine Überrundung gleich. Der erste Haas und dann kommt mein Teamkollege zur Überrundung. Hugo hat eine 3 Sekunden Strafe schon. So schön abkürzen. Wir sind das, was das angeht. Oh, schön safe bis jetzt, keine einzige Verwarnung. Okay, dir bleiben noch 2 Boxenstops. 2 weitere Boxenstops mit dieser Strategie. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich übernächste Runde. Das Gute, dass Martin vor uns ist, wir können jetzt imitieren, was er macht. Wenn er reingeht, gehen wir rein, so gefühlt. Okay, Friesen. Oh, Friesen fährt an die Wand, nur um für mich Platz zu machen. Friesen, das tut mir so leid, holy shit. Sehr schwerer Streckung. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Schwerer Kurs, um überrunden zu lassen. Ich hoffe, bei dir ist alles okay, Friesen. Teamkollege hat sich in die Wand gesammelt. Innen hängen geblieben. Aber er ist noch dabei. Du machst das super, Scar, dranbleiben. Ankommen ist das Ziel. Der Fahrer vor dir ist pro Runde eine Sekunde schneller als du. Ja, das weiß ich. Das ist jetzt nicht überraschend. Box, Box, wir kommen diese Runde rein. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Diese Runde rein. Romovini macht den Boxenstopp jetzt schon. Er macht den Undercut. Ich muss vor ihm rauskommen. Das heißt, ich baller jetzt hier ein bisschen mehr ERS raus, um eine möglichst schnelle Runde hinzulegen. Es wird ganz wichtig, dass ich vor ihm rauskomme. Alex mit der neuen schnellsten Runde. Achtung, Achtung! Scheiße, scheiße, scheiße. Gerade Angst gehabt, dass hinter der Kurve was ist. Teamkollege ist hinter mir, ich kann jetzt gefahrenlos in die Box. Scar, wenn du in die Box willst, pass auf, ich gehe jetzt rein. Eventuell musst du dann hinter mir warten. Wobei der Zeit ist eigentlich abstandmäßig groß genug, also falls du rein müsstest, du kannst auch rein. Mal gucken, ob Prinz Valium jetzt rein muss. Ja, Prinz Valium geht rein, wir machen es ihm nach. Gleiche Strategie hat er. Spannend wird es jetzt, ob er jetzt rot oder gelbe sich holt. Michi ist auch reingegangen.
Let's go, let's go, let's go. Was trinken, was trinken? Gutes Rennen, Leute. Gutes Rennen, gute Pace. Los, los, los. Er hat sich auch gelbe geben lassen. Prinz Valium und ich, identische Strategie. So, wo kommt Bommelbini? Er ist jetzt auf Start und Ziel. Scheiße, 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 scheiße. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Und da zieht er vorbei. So eine Scheiße. Hitman am Start. Bommelbini, sehr guter Undercut von ihm. Sehr gut gemacht von ihm. Zack, ist er vorbei. Alter, der hat 3 Sekunden rausgeholt eben in einer Runde gefühlt. Frische Rote gegen meine alten Gelben. Sehr gut gemacht von ihm. Tweetman, Platz 4, ganz starke Leistung, Tweetman. Und täglich grüßt das Murmeltier, mein Teamkollege, wieder vor mir. Schön Platz gemacht, auch wenn es schwer war. Neue schnellste Runde von Bommelbini. Ich glaube, den kriege ich nicht mehr. Die machen eine gute Pace. Heute wird das erste Treppchen für Davok. Halbzeit, es sieht stark danach aus. Platz 3 peile ich an, Platz 2 wäre super. Ich glaube, jetzt gleich 2 Überrundungen vor mir. Ne, eine. Alfa Romeo habe ich vor mir zum Überrunden. Statusreport. Du bist momentan auf P3. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,1 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Er ist in die Boxengasse abgebogen. Sie fahren mit neuen Mediums. Die Distanz zum Führenden beträgt 8,7 Sekunden. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich in 9 Runden. Noch 16 Runden. Rossi holt sich Mediums. Ich weiß nicht, ob er halt Mediums durchfahren kann. Mal gucken. Lula 3 Sekunden. Also wenn jetzt kein Safety Car kommt. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,8 Sekunden. Wenn jetzt kein Safety Car kommt, sollte ich durch sicher Treppchen sein. In den Abständen. Oh nein, Friesen, sein Bot ist vor mir. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Zählt eine Überrundung als Überholmanöver? Oh, alter Scheiße, was geht denn hier ab? Okay, alles klar. Weißer Horst Disconnect. Jetzt muss ich 2 disconnectete Fahrer überholen. Okay. Das war kein Bot, auch wenn beim Weißer Horst angezeigt wird, er ist ausgeschieden. Ein Bot hält nicht an. Diese Weise. Oh, Alter, das war knapp. Glück gehabt. Schwere Situation. Lula, noch mehr Zeitstrafen. 6 Sekunden bereits. Er macht irgendeinen Fehler an irgendeiner Stelle, wo er dann die Track Limits überschreitet. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 8,3 Sekunden. Da wieder eine Bot in den anderen Bot voll reingekracht. Das ist Borsti mit der neuen schnellsten Runde. Also die Pace hat der Borsti, keine Frage. Nur also das Fünkchen Glück manchmal fehlt. Borsti ist hinter mir, fährt mit Mediums. So schnell, das ist nicht gut. Muss ja nochmal in die Box, er wahrscheinlich nicht mehr. Aber 43 Sekunden sollten reichen, wenn kein Safety Car mehr kommt. Wird
Virtuelles Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Vorsichtig fahren, keine Durchfahrtsstrafe. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Sehr gut. Hochstellen wieder. Grüne Flagge. Das Rennen geht weiter. Komm, Ersatzfahrer. Das hat viel Zeit gekostet. Aber safe fahren, Leute. Wenn jetzt vielleicht 3-4 Sekunden nicht am Kopf verloren. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 5 Runden. 5 Runden. 5 Runden noch. Ich weiß nicht, ob Basti, also Boss, die durchfahren kann mit Gelb. Das weiß ich nicht. Ich glaub's nicht. Wenn, dann wird's echt knapp. Oh, irgendeiner ist in die Box gefahren. Rommelvini. Ist in die Box hinter mir, hat sich Gelbe geholt. Stimmt ja. Ich muss nochmal rein. Das heißt, Rommelvini ist durch mit den Boxenstops. Prinz Valium muss nochmal rein, wie ich, und muss sich Gelbe holen. Rote holen. Also Prinz Valium und ich holen sich jetzt noch Rote. Rommelvini, sehr starke Pace hier. Holy shit. Kollege in der Boxengasse, sehr gut. Timing perfekt. Timing hat er sehr gut raus. Er stört mich nicht, ich störe ihn nicht. Scar, du bist noch am Start. Halt durch. Komm ins Ziel. Können ja mal gleich fragen, was er ist. Status, Teamkollege. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 17. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,4,1. Okay, das war seine Runde wegen dem Boxenstopp, deswegen war die gerade so langsam. Aber sehr gut. Er ist noch am Start, er fährt noch. Alles super. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Das Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 3 Runden. So, ich fahre auf dem Gelben auf. Das müsste Emergency sein oder Akro Alex. Ich tippe jetzt mal auf Emergency, weil Alex war, glaube ich, noch relativ hinter mir. Das müsste jetzt Emergency sein. Auch immer der Überrundete hinter mir ist, der fährt echt schnell. Ich hoffe, du hörst mich. Ich muss gleich in die Box, dann kannst du vorbei. Bitte mich nicht abschießen. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Ei, 4 Autos vor mir jetzt. Ganz schlecht für mich. Vielleicht soll ich früher reingehen. Sonst muss ich mich da durchwurschteln. Dann in die Box und dann nochmal durchwurschteln. Nein, das ist Alex, der vor mir ist. Scheiße, ey. Das ist für die scheiße, das ist für mich scheiße. Ich kann hier unmöglich vorbei an der engen Stelle. Ich hoffe, Alex kriegt jetzt keine Strafe. Sehr gut gemacht, Leute. Pook ist 7. Sina ist 7. GG Sina. Holy shit. Mega gut. Das ist ihre beste Leistung bis jetzt ever. Sehr schön. Cool.
Also Kompliment an Sina, Racerhorse und Alex, die hier alle zu dritt ihr Rennen fahren und um Positionskampf sind innerhalb von einer Sekunde. Und alle drei haben perfekt Platz gemacht für unser Rennen. Und ich hoffe, ich habe euer Rennen jetzt dadurch auch nicht irgendwie in Bredouille gebracht. Also Hut ab, klopft euch selbst auf die Schultern, das war sehr schön. Sehr schön. Und ich freue mich gerade für Sina, Platz 7. Mega. Mega Leistung. Ich muss so viele Überrundungen machen. Meine Taktik ist zwar super, aber ich habe schlechten Verkehr. Danke, Ska. Schwere Stelle zum Überrunden lassen. Hat er gemerkt, das klappt nicht. Fährt nochmal schnell vor und macht dann Platz. Schön, schön. Treatment vor mir. Das Schlimme, ich muss die alle nochmal gleich überrunden nach meinem Boxenstopp. Wir machen heute noch ein Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich nächste Runde. Gut. Nächste Runde geht's rein. Und Svalium auch nächste Runde. Diese Runde. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Ich habe so viel Zeit liegen lassen wegen diesen Überrundungen. Obwohl die das super gemacht haben, aber jede Überrundung kostet halt Zeit. Problem ist, ich muss da jetzt durch und nach dem Boxenstopp muss ich dann nochmal durch. Und Bommelbini muss da nur einmal jetzt durch. Das wird sein Vorteil sein, warum er dann sicher den Platz 2 jetzt haben wird. Ist schon 10 Sekunden hinter mir. Wow. Kevin, Emergency mit der schnellsten Runde. GG. Super Zeit. So, let's go. Bringen wir es zu Ende, Leute. Podium. Ich habe eine Minute Vorsprung auf dem vierten. Fertig. Los jetzt. Abfahrt. Es ist soweit. Es ist soweit, das kann mir keiner mehr nehmen. Es ist meins. Ich muss jetzt nur noch ins Ziel kommen. Oh Gott, ich muss sie alle wieder überrunden. Okay, bitter. Bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Oh nein! John McGripper hat sich in die Wand gesetzt. Neue schnellste Runde von Lord Borsti. Borsti kann sich hoffentlich noch ins Ziel retten. Ist relativ am Anfang der Strecke mit dem kaputten Flügel jetzt. Mit der Arme. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 58,6 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,39,3. 2 Sekunden schneller, Step aus die Vorrunde gerade. Aber ich habe ja noch keine schnelle Runde mit meinen roten. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Yeah!
Oh mein Gott. Scheiße. Oh Mann, jetzt kriegen wir eine 5-Sekunden-Strafe. Oh nein. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass du weiterfahren kannst. Das kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ist angekommen. Bestätige. Drecksüberrundung, ey. Jetzt muss ich mit kaputten Flügeln fertig fahren. Wir hatten die andere 5 Sekunden bekommen, die Schwarz oder so. Tut mir voll leid, die Schwarz. Sorry, ich stand da. War mein Fehler. Nicht rein, also sowas im Knickenspiel. Ich fahre das jetzt mit kaputten Flügeln fertig. Echt schade, was denn, Macho? Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Was denn, Macho? Weiß ich jetzt nicht mehr Zweiter oder so werden kann? Ja, alles gut. Ich muss jetzt nur noch die Pace halten, damit Boston nicht zu sehr auch schneller wird. Ich habe 5 Sekunden Strafe. Ein Unfall. Ja, das passiert. Der Abstand, ich würde sagen, das ist einfach unglücklich gelaufen. Und mir tut Scar leid, weil er hat sie halt abbekommen, dann hat sie Schwarz abbekommen. Ich weiß nicht, wie seine Rennlage ist, mit welche Position Achtung, er hat. Welche Position er hat wegen Kampf und so. Also da würde ich die 5 Sekunden bei mir stehen lassen und seine wegnehmen, wenn das irgendwie was ändern würde. Weil das war 100% mein Fehler. Zurück auf Renngeschwindigkeit. Ich meine, ich stand da komplett quer, er konnte da nichts machen. Ich rette es jetzt einfach ins Ziel. Mit kaputten Flügeln. Und grüß dich, Tom, wie geht's dir? Hi. Also, egal wo Sina landet, sie hat auf jeden Fall eine Belohnung verdient. Kannst du ihr gratulieren. Sie hat echt super, super Leistung, die Sina. Als ich vorbei bin, war sie 7. Ich weiß nicht, wo sie gerade ist, aber mega Leistung von ihr. Besonders bei dieser schwierigen Strecke. Das war 2,5 Runden noch. Ich bin Gott und doof. Hattest ein tolles Rennen bis zu diesem Zeitpunkt, ja. Also es ändert nichts am Result, hoffe ich mal. Ich meine, Bommelbini, ob ich den bekommen hätte mit Rot, eher Gelb, ist fragwürdig. Vielleicht, aber würde ich jetzt nicht sagen, oh, ich hätte noch bekommen, easy. Das wäre vielleicht gewesen. Und ansonsten habe ich genug Abstand nach hinten, dass da nichts passieren kann. Ich fahre jetzt einfach super langsam und safe, weil mein Flügel kaputt ist vorne rechts. Und rette es einfach ins Ziel. Und ja, ich wollte fehlerfrei eigentlich hier durchkommen. Kein Schaden und nichts, aber hat nicht geklappt. Das wird mein erstes Podium, Leute. Jetzt nur nicht verkacken. War nicht dein Fehler. Naja, der hinten drauf fährt, hat auch mit Schuld. Bei De Schwarz war es unglücklich. Und bei Scar hätte ich einfach mehr aufpassen müssen. Ich weiß, dass er, wie ich mal ein Einsteiger war, ein Anfänger, der da alles zu viel ist, überrunden und shit, der kommt und scheiße. Ich kenne das, ich war genauso. Und da muss ich einfach mit Vorbild vorangehen und dem die Zeit lassen, die er braucht, damit er Platz machen kann. Deswegen, also, ich bin da ihm auch überhaupt nicht böse und werde mich dann noch entschuldigen, dass ich da hinten drauf bin. Das mit dem Schwarz ist halt dann sehr unglücklich, dass er da schnell um die Kurve ist und ich stehe da halt frontal quer und er einfach nicht rein.
So, letzte Runde. Jetzt. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Genug Sprit habe ich. Noch für eine Runde, eineinhalb Runden Sprit. Eine muss ich noch fahren. McLaren Rennsieger, ich höre das Feuerwerk schon im Hintergrund. GG, Prinz Valium gewinnt. Und Friesen sein Bot noch vorbeikommen. Feuerwerk für den Sieger schon. Sehr schön. Bombini wird Zweiter. Sehr gutes Rennen von dir. Gute Strategie, schöner Undercut. Und damit holt sich Dave, aka Darvox, sein erstes Podium. Singapur 2021 im Holy Cow Cup. Wuhu! GG, Leute! Dankeschön, danke! Bossi wird Platz 4, den hat es am Anfang irgendwo zerrissen, muss ich mal nachschauen. Lula 5. Gucken wir mal bei De Schwarz. Hier noch an 10. jetzt. Okay. Hier Sina 11. Also super. Sina 11. Sina super. Nicht im Ziel haben es leider Paisy und Andy geschafft. Der Rest sind Bots oder wie? Keine Ahnung. GG! So, wir gönnen uns noch unser Podium. Das haben wir uns verdient. Denn da werde ich jetzt zum ersten Mal oben mitlaufen. Gönnen wir uns noch Outro. Oh, Alter, was ein Rennen. Boah. Sergeant Schulz, Fahrer des Tages, GG zum ersten Mal. Glückwunsch. Ich hatte keine Berührung, Kontakt mit ihm, aber super Rennen. Prinz Valium und da links Bumblebee und rechts, da stehe ich. Yes. Ja. GG. Ich bin happy, was lange wird, endlich. Warum bin ich nicht im Bild? Ich war nicht einmal im Bild eben. Ich stehe so am Rand, mache meine eigene. GG. So, das war der große Preis von Singapur. Euer Dave aka Darvok im Red Bull Team hat sein erstes Podium geholt. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Ergebnis. Und wenn ihr mehr sehen wollt, subscribe den YouTube-Kanal für noch mehr Racing-Content. Würde mich freuen. Smash den Like-Button, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's schon gut. Bye, bye.